Hey Leute, da bin ich jetzt wieder. Ich habe versucht, das Problem zu lösen mit dem ja, Zeug, was ich hier brauche, diesen Methankanister. Aber ich bekomme das nicht her und ich habe jetzt gelesen, dass man das irgendwie auf dem Mars bekommt. Und naja, übrigens, ich habe mir jetzt hier wieder Gold gemacht gehabt und habe hier habe, mir jetzt das alles in Enderium umgewandelt, falls ich mir was für das ME-System kaufen möchte. Das habe ich jetzt schon wieder verworfen, ist eh so blöd wie ich bin, aber ich würde gerne mit euch heute die Rakete bauen, um im Questbuch einfach auch in diesem Strang hier weiterzukommen. Ich muss erstmal da rein, damit ich wieder die Planeten erleben darf. So. Und zwar habe ich das hier vorbereitet. In diesen Kisten quasi habe ich das mal aufgebaut, was ihr alles so braucht. Die ganzen Materialien, die hattet ihr in den letzten Folgen ja schon gesehen. Die Small Fuel Kanister waren sehr teuer. Und quasi das hier sind meine Heavy Duty Blades. Und ich würde mir jetzt quasi nur noch das Material hier rausnehmen, hier drin. Und das hier drin. Und die auf der Seite habe ich dann die sechsmal diese anderen, aber da komme ich nochmal zurück. So, ich würde nämlich gerne erstmal das hier alles bauen. Das war jetzt die Nase. Quasi die Durable Nose. Ja, ich glaube, wenn ich das noch im Kopf habe, oben war Glas, dann habe ich schon wieder vergessen. Durable Nose hat hier unten das hier gehabt, glaube ich. Das hier. Das war fürs andere, das war fürs andere. Die Lüfter waren hier irgendwo. Der Sitz war da. Was fehlt denn hier noch? Achso, die beiden Sachen hier wahrscheinlich noch. Und hier. Da fehlt der Bildschirm. Ja, der Bildschirm. Wieso habe ich den nicht mitgenommen? Ah, sammle es wieder ein. Ja, ich weiß. Mit dem Bildschirm, der freilich, weil der Bildschirm aussieht wie das Meteorengestein. Deswegen habe ich den liegen gelassen. Ja, meine Augen. Na gut, denselben Spaß nochmal hier. Klick und Glock und einmal außen rum fahren. So, dann haben wir das hier, das hier, das hier, so, 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 so und meine zwei kleinen. So, dann habe ich schon mal die Durable Nose. Als nächstes habe ich jetzt die beiden waren das, genau. Also links fett rechts. Das merke ich mir immer nie. Links habe ich mir gemerkt. Das Fette war rechts. Das war hier. Der Basis Wafer war hier. So. Da fehlt mir jetzt schon wieder ein Wafer, sehe ich gerade. Aber eine kann ich auf jeden Fall bauen. Das mache ich jetzt auch. Die beiden waren hier. Das war da. Wieso fehlt mir hier jetzt schon wieder ein Wafer? Alter Schwede. Habe ich den? Nee, habe ich einen zu wenig gemacht. Ja, ich habe ja noch vier Stück. Ganz am Anfang habe ich gedacht, oh, ich werde Wafer brauchen ohne Ende, aber ja, gar nicht. Gar nicht so. So. Einmal das. Ihr seht schon, so langsam kenne ich mich aus mit den Raketen hier. Da habe ich doch einen Wafer. Habe ich übersehen jetzt oder was? Gut. Die nächsten beiden Teile. So, und jetzt hole ich. Stopp, ich mache die anderen beiden auch gleich mit. Wenn ich schon mal da bin, die hier. Da brauche ich auch zwei Stück. Dann habe ich das nämlich auch erledigt. So. Und jetzt kommt quasi der Rest, nämlich die restlichen Materialien von hinten. Damit ich das nicht vergesse, habe ich mir hier quasi das System gebaut. Ich brauche sechs Stück von diesen hier. Halt, die Steine brauche ich nicht.
Und da brauche ich den Rest. Und diese vier sagen quasi, dass ich, ich brauche sechs Stück von diesen Heavy Boostern, so muss ich sagen. Und danach kann ich den anderen herstellen, deswegen. So, dann gehen wir meinen Heavy Booster. Das war ja auch ganz einfach. Das ist echt blöd, dass man dann jetzt stacken kann, ne? Ich weiß jetzt nicht, wo der war da oben. Dann war eine Flüssigkeitsleitung und das Teil. So, und das mache ich jetzt sechsmal. Bis gleich. So, jetzt habe ich das sechs Stück gemacht. Wir haben noch sieben Platten übrig. Das wäre dann quasi die Rocket Engine, die ich hier brauche. Mal schauen, wo meine Platten überall verteilt werden. So, das geht auf jeden Fall auf. Dann brauche ich hier die vier. Das kommt wahrscheinlich da in die Mitte. Die Flüssigkeiten, ja, links und rechts. Was habe ich hier noch? Die zwei Kanister. Und glaube ich noch zweimal hier oben. Genau. So. Und jetzt kann ich die Rakete schon bauen. Ich muss mal schauen, ob ich die Große überhaupt in diesem normalen Assembler bauen kann. Rocket Assembly. Ja, da gibt es nur diesen einen. Ach, komm her. Der war hier hinten. Mal schauen, ob der noch Strom hat. Ja, der hat ja genug Strom. Und da würde ich jetzt 8 Kisten würde ich noch gerne mit reinpacken immer. Das mache ich natürlich direkt. Immer 3 Kisten mit rein. Da kann ich nichts falsch machen. Und kann, wenn ich mal irgendwann die Rakete wieder brauche, hier beladen. So. Ich würde jetzt das direkt so machen. Der stellt mir die jetzt her, diese neue Rakete. Ich könnte natürlich jetzt wirklich auch die alten recyceln, ne? Aber ich bin ja mal ehrlich. Nee, will ich nicht. Ich muss jetzt mal schauen. Ich brauche einen leeren Tank, Leute. Brauche einen leeren Tank. Da habe ich jetzt keinen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ah, doch, doch. Oh, bin ich mir doch nicht so sicher. Fuel. Batterie. Eine Batterie brauche ich noch. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt oben schon einen einen Kanister habe. Und übrigens, ne? Ich habe hier Helium. Habe ich gedacht, das Helium ist doch ein Gas. Das könnte ich doch verwenden. Funktioniert leider nicht. Da hat es mir ein Kabel in die Luft geschmissen. Da musste ich mir diese teuren Kabel hier bauen. So, wow. Tier 5 Rocket. Ui. So, was sagt denn jetzt mein Questbuch? Weil ich habe nämlich jetzt schon. Achso, jetzt habe ich gedacht, ich habe noch gar nichts gemacht, Leute. So, die hat er jetzt schon bei, die beiden hat er jetzt hier gefunden. Und ich brauche aber eigentlich, warte mal, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Mein Questbook, Enceladus. Okay. Ach, das macht er automatisch, sobald ich die in den Dungeons gefunden habe. Okay, was bedeuten jetzt aber Jupiter? Jupiter habe ich doch schon. Ne, Uranus und Saturn. Ah, jetzt verstehe ich, ich muss die beiden erstmal suchen. Wieso habe ich denn die hier gesucht? Da? Enceladus und Miranda. Bin ich jetzt bescheuert? Wartet mal. Ach so, das waren die, wo ich gefunden habe. Die brauche ich dann gar nicht im Fernglas nochmal. Ja, immer recht. Ist mir recht. Ich weiß, ich habe Miranda im Fernglas gemacht. Das war's. Na gut, dann werde ich jetzt mal hier Uranus suchen. Und Saturn. So, such mal. Okay, und Uranus auch mal. Dankeschön. Dann drücken wir mal auf M. Jawohl. Das schaut doch gut aus. Ich würde mal sagen, ich gucke mir mal den Uranus an. Kann ich da auch klicken hier? Ja, kann ich auch. Da ist Miranda. Und am Saturn. Da ist nur Saturn.
Okay. Also gut, nochmal, pass auf, Jupiter, aber die sind ja rot. Da ist EU und Europa. Ah, das war jetzt falsch, das wollte ich doch gar nicht, Leute, zurück. Da rein, ich gehe jetzt auf Saturn. Da habe ich nur diesen einen Mond. Also es das heißt für mich, ich muss zu Uranus. Weil hier ist mir. Ach so, Moment, 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 Moment. Ich weiß, wo der Fehler liegt. Ich habe ja diesen Miranda, hatte ich ja schon gesucht. Deswegen hat er mir den hier angezeigt. Und ich muss aber jetzt noch diesen NK, schlag mich tot, hier machen. Diesen hier, Enceladus. Jetzt stelle ich aber meinen Hufer ein, Leute. Zu hoch fliege. Ja. Und das muss natürlich auch noch rein, ist ja klar. Und dann dürfte ich theoretisch, wenn ich richtig mitgedacht habe, bei Uranus jetzt was entdecken. Ne, bei Saturn war das schon, bei Saturn. Da war ich wieder irre gewesen. Genau, da ist diese Ente, da hier dieser kleine Mond. Bleibt doch mal da. Einmal klicken, doppel klicken und dann Enceladus doppelklicken. Ja, da kann ich gar nichts machen. Na gut, wisst ihr was? No risk, no fun. Essen habe ich, Hammer habe ich. Was? Was hat's mir jetzt zerlegt, Leute? Ich habe hier voll das Abwehrsystem. Wahrscheinlich ist innen drin was kaputt gegangen. Ne, ist egal. Gut. Schauen wir mal. Den muss ich drehen. Ich habe wieder keine Wrench dabei. Ich drehe am Rad. Ach Mann. Ich hole mal schnell den Wrench-Moment. So, hab eine Ranch. Und ich muss das, glaube ich, hier drehen, ne? Stell erstmal die Rakete ab. So. Der hat Strom. Der hat Strom. Der hat Treibstoff. Erstmal die Rakete anschauen. Ah, die ist natürlich ein bisschen. Die packt ein bisschen, ne? Aber da steht jetzt sogar was drauf. Kann ich nicht lesen, aber. Steht was drauf. So, dann gehe ich mal rein, drücke mir die Nummer 7 und sehe, der ist noch nicht fertig. Dann Shift-Rechtsklick und beladen. Treibstoff laden, klar. Jetzt mal schauen, wie viel der braucht. Ich würde mal sagen, ich glaube, das wird so ziemlich leer werden. Schauen wir mal rein, wie weit er ist. Ja, 52%. Geht ziemlich schnell. Dann würde ich sagen, ich schaue nochmal hier in meinen Tank. In der Zeit, der wird ja irgendwann mal aufhören. Und würde sagen, komm, das reicht. Beladen, stoppen. Das müsste reichen. So, auf geht's. Auf geht's. Jawohl, das ist voll. Einmal die Leertaste drücken. Und dann schauen wir mal. Leute, ich freue mich. Also, ich natürlich immer so, denn ich möchte mich ja auch sehen. Ich kann mich gar nicht mehr sehen. Oh, ich kann mich gar nicht sehen. Ich habe natürlich jetzt auch überhaupt nicht geschaut, ob ich eine passende Ausrüstung habe. Ist ein Fenster drin? Ist kein Fenster drin. Ey, nee, die ist schmutzig, Leute. Okay, da ist kein Fenster, also ihr könnt mich quasi gar nicht sehen. Ja, die ist schon ein bisschen größer hier. Entschuldigung, wenn der Ton jetzt leise war. Ich bin vom Mikrofon weg, weil ich die Rakete eigentlich anschauen wollte. Okay. Ja, so. Ich würde jetzt zuerst, was habe ich gesagt? Ich will. Ja, jetzt habe ich es vergessen. Ich gehe zuerst dahin. So, und dann gehe ich auf Enceladus und sage starten. Ich drücke mal auf Pause. So, jetzt müsste ich landen. Ja, leckt ein bisschen.
Da steht Warnung. So. Das schaut aus wie so ein Eisplanet wieder. Gefällt mir eigentlich überhaupt nicht, aber gut. Ich lande wahrscheinlich hier irgendwo im Wasser oder was das ist, oder mitten auf dem Eis. Schaut. Oh, bin ich jetzt erschrocken. Ich will natürlich die Rakete auch nicht unbedingt steuern hier. Oh, ja, es leckt, leckt, leckt. Und langsam, langsam, Junge, du bist viel zu schnell hier. Oh Gott, mitten in der Pampa. So, Shift-Rechtsklick, wenn ich rauskomme. Shift-Rechtsklick. Shift und Rechtsklick, so. Dann, ihr wisst ja, erstmal reingehen, sichern. Sichern. Im LAN öffnen. Cheat-Laben an, Laden starten. Set home. Wo bin ich jetzt eigentlich hingereist? Nach Encalada, oder? Da schreibe ich mal Enka, weil ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiß, was ist. So. Komischer Planet, auch ein Eisplanet. So, da bin ich jetzt wieder. Monster sind aufgetaucht. Ich muss mal kurz Pause machen. Ich würde jetzt erstmal da oben hingehen, weil ich habe da oben beim Landen nämlich so ein Loch gesehen. Ich weiß nicht, das war glaube ich hier. Das hier. Ach so, okay, das ist kein so ein Eingang. Dann würde ich mal sagen, ich werde mich mal hier direkt nach unten graben, denn ich muss erstmal schauen, was ich besorgen muss. Was ist denn da unten? Erde? Ich muss schnell mal schauen, was ich besorgen muss überhaupt in dem Buch. Ich bin jetzt hier. Dann brauche ich quasi Subsurface Ground und Unknown Crystal Shard. Dann würde ich sagen, ich nehme mal den normalen Hammer und pack mir mal den Glückshammer aus noch, weil und vor allem packe ich meine Raketen ein. Okay, dann gehen wir mal da runter. Lass mich mal fallen. Vor allem hier ist auch Schnee, ne? Ist das Schnee? Enceladus Eis, was kann ich mit dem machen? Ich bausche mal das, aber das brauche ich für die Quest. Und Erze sind meistens ab 40 unterhalb. Ich muss schon mal schauen, für was ich dieses Eis brauche. Wieso leckt denn das jetzt hier, Leute? Kann ich. Ja, Schneebälle und Wasser machen, okay. Ich würde direkt mich mal runtergraben und zu schauen, wo die Scheren, die Shards sind. Das sind Höhlen. Ich gehe mal dahin. Kann ich ja nicht das auch gebrauchen hier? Enkel, wieso sammelt das meine Tasche nicht ein? Okay, muss ich konfigurieren. Dann bitte einmal das hier noch einsammeln. Danke. Also, das ist jetzt mein normaler Hammer, genau. Ich würde jetzt da vorne mal in die große Höhle gehen. Achso, ich wollte schauen, für was der Stein ist, ne? Enceladus. N-K. Für was man das gebrauchen kann. Ach, da bekomme ich die Kristall bei 20. Okay, dann macht es ja nichts, wenn ich ein paar mehr Steine abbaue. So. Oh. Ach, das sind die Kristalle. Ich bausche mal einen mit Glück ab. Na, hervorragend. Was war das jetzt? Abgestürzt hier? Ich habe das jetzt mit Glück abgebaut, da bekomme ich eine. Also ist das egal. Dann würde ich sagen, da jetzt beim Hammer der Leck kam, oder das Ding, probiere es mal so. Okay, bekomme ich auch eins. Ich würde jetzt trotzdem das gleich mit dem Hammer nochmal probieren. Weil wenn dann weiß ich wenigstens, woher das Problem kommt. Und ihr wisst ja, ich bin auf Gamma 20. Was ist denn das hier? Kohle. Achso, die kann ich mit dem Glückshammer abbauen. Ach, da geht's ja tiefer. Komm, runter, runter, runter. Kohle ist immer gut. Ich muss schnell mal nachschauen, ob der mir mehr abgebaut hat, wenn ich den mit Glück abbaue. Ja, doch, das macht er. Da würde ich aber sagen. Ne, ich baue das mit Behutsamkeit ab. Jetzt muss ich mal schauen, was lasse ich weg hier, den Tank. Ich
Bau die mit Behutsamkeit ab und dann ist auch gut. So, was ihr aber noch braucht, sind diese Scherben. Wow, wow. Hier. Behutsamkeit. Dann kann ich die nämlich mit meinem Pulverisierer pulverisieren. Ich glaube, ich gehe aber mal wieder an die Oberfläche, Leute. Und so, denn ich möchte mir ja hier nicht. Okay, ich muss mal schauen schnell. Ich hätte erstmal vorher vielleicht mein Zeug leer machen sollen. Wäre gut gewesen. Schnell nochmal nachschauen, was hier für ein Verlies mich erwartet. Das obere waren immer die mit. Okay, das ist ja easy. Okay, da würde ich sagen, ich fliege mal durch die Gegend und schauen, ob ich eine Struktur finde hier. Wahrscheinlich wird es dann lecken irgendwo. So, muss alles in Ordnung haben. Und das ist natürlich schon krass hier, ne? Da oben ist auch noch so ein kleiner Mond. Ich muss mal die Richtung merken. Ich fliege jetzt einfach mal Richtung Norden. Ja, und sobald ich eine Struktur oder so ein Loch im Boden gefunden habe, ich weiß immer nicht, wie das hier aufgebaut ist. Bei den einzelnen Welten. Und da es sein kann, dass es jetzt gleich das Lecken anfängt. Ach, da haben wir schon was, Leute. Da haben wir schon was. Ich wollte nämlich gerade in Pause gehen und das... viele, viele kleine Häuschen. Ich würde sagen, ich gehe mal hier rein. Ah, da ist eine Leiter, das ist einfacher. Dann werde ich mich mal da runter schleichen. Vor allem, ich muss jetzt meinen Sound hier leiser machen. Weil wenn ich wieder schieße, dann wird es für euch zu laut. Und ich muss vor allem schauen, was los ist. So, Leute, es ist was komisch, ne? Aber es leckt wieder im Moment. Keine Ahnung. Okay. Ah, weißt du, was Blödes? Ich kann jetzt gar nicht so schnell wechseln. Munition wechseln. Ah, es leckt. Ich glaube, ich muss neu starten. Ich bin doch jetzt gerade erst gelandet, Leute. Ich habe ganz frisch gestartet. Das kann nicht sein. Das ist ja irre. Okay, das ist ein Hammer. Ah, verdammt. Es leckt. Ich setze mich jetzt hier mal einen Moment hier nicht. Lass mich mal schnell irgendwie hier verstecken. Oh, das kann nicht wahr sein. Ich bin gerade erst gelandet, Leute. Ich will mir hier schnell mal einen Homepunkt setzen. Oh, ich kann nicht mal Rechtsklick machen. Alter Schwede. Okay, ich mache das jetzt einfach so. Im LAN öffnen. Cheats erlauben. An. LAN Welt starten. Dann Set Home. Edung, falls das geht. Schaut mal her, der schreibt nicht einmal, Mensch, das ist doch lächerlich. Bis gleich. So, jetzt bin ich wieder da. Ihr seht es ja unten, war gerade noch eingeblendet. Ich würde mal sagen, ich grab mich mal darüber. Und komischerweise sehe ich jetzt hier auch wieder die Maps in diesem Dungeon. Okay, schauen wir mal, was uns hier für Monster erwartet. Ich klopfe alles breit. Hier wäre der Eingang quasi, der andere. Okay, so wie es ausschaut, muss ich in die Richtung. Da ist ein Spawner. Verdammt, ich hab... Ach, wisst ihr, was ich vergessen habe? Die Spitzhacke einzubauen. Ich muss den Spawner so abbauen. Ne, wisst ihr was? Ey, ich mach's ganz anders. Ich bin... Naja, komm, ich habe jetzt gedacht, ich baue den mit Behutsamkeit ab. Aber, ah, die meine Freunde. Meine Freunde. Ja, mit mir nicht. Wer nervt? Du nervst. Ich war schon. Das sind diese Idioten. Scheiße. Alter Schwede. Ich schleich mich wieder an. Wo kommt der hin? Ist der in den Spawner, oder was? Oh, kommt ein Hühnchen geritten. Sitzt ein kleiner Zombie drauf. Möchte mit mir spielen. Ich will nicht. Deswegen gehst du jetzt drauf. So einfach geht es, ne? Ja. Lauter Eis.
erstmal ein bisschen raus hier frei. Und dann kümmere ich mich um die Kisten. So mache ich das jetzt diesmal. Weil ich glaube nämlich, je länger ich warte, umso mehr Monster habe ich nämlich. Und vor allem, ich mache schon wieder denselben Fehler. Ich leuchte nicht aus. Oh, was ist da unten? Autsch. Schon wieder so ein kleiner. Ich wollte gerade mit deinem Bruder nicht spielen. Ja, schau. Jetzt ist der große Bruder. Und beschwert sich, dass ich nicht mit dir spielen wollte. Junge, Junge, da hinten war so ein blaues Teil hier. Hey, jetzt ist denn das Lohn, Ruden, Lohn? Hier, warte mal, wo ist denn der Spawner hier? Da würde ich mir nämlich so einen Spawner snacken. Warte mal, ich spring schnell mal. Muss man mal. Ah, nee, das ist so einer. Na, der geht mir auf den Keks, der kommt weg. Den baue ich so ab. Ja, ja, außerhalb des Gebäudes. So was kann ich jetzt aber machen. Den hole ich mir hier, Leute, mit Behutsamkeit. Die Lohe. Dann habe ich immer Lohnstaub. Also falls der welches gibt, ne? Wo schießt denn der? Wir sind immer so flexibel. Ah, da unten ist schon wieder so ein Nerv. Immer erst Platz machen. Platz, Platz, Platz. So, und da der jetzt hier drin war, der Typ, dann muss er hier irgendwo einen Spawn verlegen. Irgendeiner schießt, ob hört ihr das nicht? Okay, der schießt, der ist nur hier. Oh, jetzt muss ich nachladen. Das ist ja ungünstig gelaufen hier. Gibt der Lohn? Der gibt gar nichts. Dann will ich den auch nicht haben. Hammermethode, Hammermethode, Hammermethode. So. Und sobald ich hier einen kleinen Bereich freigemacht habe, gehe ich Kisten. Looten. Ich mache gleich Kisten. Komm, Leute. Oh, was bist du? Moment. Du bist tot, genau. So. Oh, noch mehr so Spinnen. Ich gehe mal hier kurz die Kisten hier runter. Ist doch da schon wieder so gerade eins. Irgendwo sind die hier. Geht's da weiter? Nee. Dann schauen wir noch mal. Naja, das Übliche halt. Keine Angst. Das brauche ich hier eigentlich nicht. Das lasse ich mal, das lasse ich mal, das lasse ich mal. Ich hole mir schnell mal hier zwei so Kisten raus und würde jetzt dann direkt hier klein machen. Mich mal durchsnacken hier durch die Wand. Vorne vergessen haben. Oh, was ist da? Windows. Was machst denn du hier? Mach ich mit dem Hammer kaputt hier, ey. Mit dem Hammer. Da muss irgendwo so ein Spawner sein. Ey, warte, ich muss nachladen. Ja. Ich hab dich doch gar nicht gesehen. Ey, ich muss ja was essen. Auch Leute, Leute, Leute. Na gut, ich geh jetzt mal da noch zurück in die Kiste. Ist schon wieder so ein Käfer da hinten. Und da hinten muss ein Spawner irgendwo sein. Ich schau mal jetzt da hinten. Weil irgendwo muss ja. So ein Teil sein, weil die spawnen hier zu häufig, die Viecher. Oh, es sind zwei so. Warte mal. Ne, erst kaputt machen. Und dann dich kaputt machen.
Das ist noch so ein Teil. Was ist das für ein Spawner? Sind das diese Teile da? Warte mal, ich baue den mal. Was habe ich denn da für einen? Spawns Juicer nennen die sich. Okay. Alles klar, sammle ich mal alles ein. Das ist ein Rucksack. So. Jetzt habe ich zumindest die schon mal gefunden. Oh, oh. Nee, das waren andere. Ach, das sind die Haupttiere, die ich töten muss. Aber da die jetzt gerade gekommen sind, Leute. Vermute ich. Okay, falsch vermutet. Was haben wir denn hier? Ein Huhn. Oh, unendlich Eier, Leute, heißt es. Unendlich Eier, zack. Mitnehmen. Tada. Gut, weiter geht's. Das soll ich erst kaputt machen. Ich bin ganz so. Ja, komm mal her, du Blöde. Ich muss erst mal den Spawner suchen mit den nervigen Käfern. Ja gut, die Quest wäre jetzt eigentlich schon fast erfüllt. Was ist denn das? Achso, ich bin schon erschrocken. Ein Kristall ist das. Wo bist denn du hier, Käfer? Oder was war das jetzt hier? Man hört nichts, gell? Wenn ich jetzt aber den Ton lauter mache. Wartet mal, wenn ich den Ton lauter mache, dann hört ihr ja. Dann hört ihr das Schießen. Und das Schießen ist ja so laut und es gibt leider auch keinen Schalldämpfer. Und ich würde gern so einen Spawner von denen hier haben. Wo sind denn die? Habe ich den Enderman wieder erwischt? Okay, aber der weiß nicht, dass ich jetzt bin. In der Höhle. Ich glaube, meine Munition geht langsam zur Neige. Wo kommen die her? Da oben. Das sind das so Spinnen? Die brauche ich nicht. Schauen wir mal. Ganz friedlich hier. So, ich will eigentlich nur das Papier finden. Ihr wisst schon, diesen Research. Aber ich bin nicht bescheuert, von wo schießen denn die? Ah, nee, ja. Tut mir leid, Leute. Ich glaube, das sind langsam diese Hämmer dran schuld. Und vor allem sehe ich jetzt meine Map oben jetzt wieder nicht. Das ist das Komische. Wahrscheinlich sind die Dungeons hier ausgeschalten. Ist egal. Da ich jetzt schon, ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, 34 Minuten habe, würde ich sagen, ist jetzt kein Monster da? Würde ich jetzt sagen, ich beende das mal und mache in der nächsten Folge weiter. Beziehungsweise, ich blende mich nochmal ein, wenn ich das Papier gefunden habe. Hey Leute, schaut mal, ich habe ein Gebadenhaustier gefunden. Bis klar, hi. Hey Leute, da ist ein neues Tier erschienen. Achso, nee, ist ein Wellenkäfer. Jetzt habe ich gedacht, das ist was Neues. Ja, dann mache ich die noch gar platt. Tschüss. Tja Leute, was soll ich sagen? Ja? Ich bin hier unten und ich finde leider keine Truhen mehr. Ich habe hier abgebaut ohne Ende. Und
mittlerweile muss ich den Behutsamkeitshammer benutzen. Behutsamkeitshammer benutzen. Weil der andere ziemlich abgenutzt ist und ich finde hier nichts mehr. Also ich habe hier soweit mit der Hammermethode alles klar gemacht. Das Inventar ist mittlerweile auch überfüllt mit den Blöcken hier. Ich mache jetzt lieber nochmal meinen Frieden, bitte. Und es wird schwierig hier. Also ich glaube nicht, dass ich... also schwierig wird es nicht, aber ich glaube nicht, dass ich hier noch eine Kiste finde. Ich hatte auch noch keine einzige versteckte Kiste gefunden. Und so wie es hier unten ausschaut, ist bereits alles ja, abgeklopft. Da geht es in der Höhle, da wäre ich falsch. Also keine Chance hier unten was zu finden. Das heißt, ich werde jetzt nach Hause reisen und da mir einen neuen Dungeon suchen, damit ich hier eben den Erfolg freischalten kann. Ja. So, ich bin hier, es leckt jetzt gleich wieder. Weil ich eben zu Hause bin, da leckt es gerne. Ja, schade, das Papier habe ich jetzt nicht gefunden. Das Bluto Research Paper. Macht aber nichts, das suche ich dann beim anderen Mal. Und ich würde sagen, bei der nächsten Folge, bevor ich das hier mache, offline, werde ich jetzt noch eine Aufnahme gleich starten. Nee. Ich muss mich erstmal holen hier und schauen, wo ich die ganzen Blöcke hier alle reinschmeiße. Ich habe gar nicht so viel Platz mittlerweile. Und ja. Research Paper nicht gefunden. Das bedeutet für mich wieder Stress. Neuer Dungeon. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.